Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil von unserem Jahresrückblick Musical Geheimtipp Frag den Spengler. Und beim letzten Mal haben wir ja über unser altes Stück Schneewittchen geredet und jetzt, kurz bevor das neue Jahr beginnt, reden wir über unser neues Stück Bär und Nachtigall. Hier haben wir den toll gestalteten Flyer und du erinnerst mich jetzt im Moment irgendwie aber an eine Figur, glaube ich, die du dieses Jahr spielst bei Bär und Nachtigall. Du spielst einen Troll namens Alf. Was ist darüber zu sagen? Also, oder bist du immer noch ein Weihnachtsmann? Nee, das ist ein Troll und wir sind ja im Prinzip in ein anderes Genre gehüpft, Wikinger und die Nordmänner und die nordische Mythologien und Gestalten, die es da gibt. Und da kommen zwei Trolle vor. Ja. Und einen habe die Ehre, ich zu spielen. Ja. Und der Troll, der darf machen, was er will. Das ist das Schöne vom Regisseur. Ja, mach das Hayek. Oh nein! Okay, alles klar. Nee, passt. Troll. Ja, ist okay. Gut. Sorry. Nee, ist okay. Wer hatte die Idee für das Stück? Also, wann fangt ihr immer an, das Stück zu schreiben? Wann habt ihr dieses Jahr angefangen? Also, dieses Jahr haben wir relativ bald angefangen und haben auch relativ bald eigentlich ein Stück, also eine Grundidee gefunden. Ja. Waren relativ zufrieden damit und haben dann das Stück und die Handlung fertig geschrieben. Und erst relativ spät entschieden, dass es sich um Wikinger drehen wird. Mhm. Also die Idee mit diesen Bärnachtigern hast du uns schon mal in einer früheren Folge erzählt. Genau. Die war als erstes da, aber dann welchen Zeit es spielt, war sehr spät. Wer kam da drauf von euch beiden? Das Gemeinschaftsprojekt. Also ich habe das vorgeschlagen, ich habe mehrere Sachen vorgeschlagen und Wilfried muss sich natürlich dann immer damit auseinandersetzen, ob die Musik auch umsetzbar ist. Winfried Michel, unser musikalischer Leiter. Deswegen gibt es auch kein ägyptisches Musical von uns, weil wir nicht so genau wissen, wie die ägyptische Musik war. Achso, ja, okay. Jetzt aber, über den Sommer hinweg, wurde das Stück also dann fertig geschrieben. Wann war es denn dann fertig? Kannst du dich an den Moment erinnern, wo es dann fertig war? Und du schreibst die Dialoge und die Geschichte, der Winfried Michel die Musik, so ist also es. Also komplett fertig ist es in den Sommerferien, also kurz bevor eigentlich das beginnt. Da ist es fertig, also Wilfried schreibt die Musik, schreibt die Sprechtexte und wenn das alles steht, dann werden die Dialoge drumherum gebaut. Dann haben wir uns Ende September zum alljährlichen Casting getroffen, da haben wir hier auch live berichtet und dann einige Wochen lang die theaterpädagogischen Übungen gemacht. Auch da hast du uns ein schönes Interview dazu gegeben, kann man auch natürlich noch im Nachhinein anschauen auf unserer Seite. Dann begann aber so Mitte November, wenn ich mich recht erinnere, die Probenarbeit, die Inszenierung. Ist jetzt seitdem irgendwas vorgefallen oder passiert, wo du sagst, das habe ich am Anfang oder haben wir beim Schreiben nicht gedacht. Vielleicht was mit den Waffen zu tun hat oder mit den Schwertern. Ist da vielleicht, dass ihr euch das vielleicht anders vorgestellt habt und jetzt habe ich gehört, ihr habt die jetzt selber hergestellt, diese Waffen. War das vielleicht anders geplant? War es von den Kleidern her schwierig? Oder ist irgendwas anders vorgefallen, was geändert ist? Das ist natürlich, wenn man eine historische, in Anführungszeichen historische Vorlage hat, ist es immer schwierig, dann auch genau solche Dinge zu bekommen, Requisiten, Kostüme, damit es auch einigermaßen passt in die Zeit. Das ist also immer nicht so ganz einfach, aber das gelingt uns immer wieder und immer mehr. Waffen ist natürlich eine gefährliche Sache, Wikinger ohne Schwerter, ohne Äxte und sowas ist natürlich nicht ganz glaubhaft, weil es natürlich ein sehr wehrhaftes Völkchen war und die auch natürlich die Welt nach ihrem Vorbild gebaut haben mit Waffengewalt, was natürlich in unseren heutigen Zeiten schon auch nicht ganz einfach ist, aber auch auf der Bühne nicht ganz einfach darzustellen ist. Man muss mal sehr viel trainieren, braucht man zeitintensive Proben und man braucht natürlich Gerätschaften, also Waffen, mit denen man auf sich losgehen kann. Schaukampfwaffen sind für uns nicht geeignet, weil wir einfach so viele Leute auf der Bühne sind, da kann man nicht wirklich auf jeden aufpassen. Und wir haben auch nicht die Zeit, dass man alles so choreografiert und so minutiös plant, wie man das im Schaukampf oder im Film oder auf dem Theater macht. Auch haben wir keine Leute, die irgendwie Fechtunterricht haben oder sowas. Das heißt, wir haben Laien, die aufeinander losgehen. Und damit wir am Schluss noch alle Mitwirkenden auf der Bühne haben und nicht irgendwelche Ausfälle zu beklagen haben, werden wir Polsterwaffen nehmen. Polsterwaffen. Das heißt Polsterwaffen, Waffen, die aus Schaumstoff sind, aber sehr echt ausschauen.
Nur sind die auch relativ teuer und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Waffen, die wir brauchen, selber herstellen. Man kann das selber machen, da sind wir dran. Habt ihr da schon welche hergestellt? Ja. Okay. Ist sonst irgendwas am Text geändert worden? In der Inszenierung anders? Und das habe ich schon gesagt. Ja, ich habe das schon in der letzten... Da, wir haben ja Personen gestrichen. Ja, gestrichen, sowas. Ja, das haben wir gemacht. Aber sonst ist es dann so, wie du es dir vorgestellt hast, im Sommer, dann auch auf der Bühne. Weil es liegt ja dann an den Darstellern, wie sie es ausfüllen. War da dieses Jahr irgendwas anderes als sonst? Oder was ist generell zum diesjährigen Ensemble vielleicht zu sagen? Viele Fragen. Okay, warte. Nee, ist schon gut. Ich antworte gerne. Also, das liegt immer an den Darstellern, so wie die Rollen geformt werden, das die Darsteller machen und auch das, was die Darsteller tun, kann man verstärken. Wenn die eine super Idee haben, dann da gibt es zum Beispiel eine Szene, da, also erstens haben wir natürlich viel Weibsvolk, mehr als wahrscheinlich dass die Wikinger in irgendwelchen Schlachtreihen hätten. Auch da weiß man, dass Frauen zwar gekämpft haben, aber die hatten relativ wenig Chancen, also von daher haben die eher unterstützt. Wir haben sehr viele Frauen, die auch das Schwert schwingen werden und ihren Herd auch mit Waffengewalt verteidigen werden. Auch unsere Hauptdarstellerin wird ja berühmt, den sie einfach die Männer alle besiegt. Romilda, die Herrscherin von Dageda. Aber da haben wir zum Beispiel eine kleine Szene, da sagt der Walram, du sagst... der Rebellenanführer. Die Romilda wurde noch nie von einem Mann besiegt. Ah. Und dann schreit eine, da gab es dann der Oder-Frau hinein. Und es kann lustig werden. Da muss man mal schauen, dass das auch passt, aber das könnte ein Gag sein und den haben diejenigen selber entwickelt. Mal schauen. Gut, abschließend zum Musical Bär Nachtigall. Es geht Ende Januar los. Die Premiere ist, warte, wir schauen mal schnell. Also es ist 30. Jetzt gegessen worden. 31. Januar. Ich weiß es doch. Ich kann euch sagen, was da drauf steht. Das heißt, ungefähr noch 4 Wochen Zeit nach diesem Interview. Worauf können sich alle am meisten freuen? Außer die Kämpfe und außer wieder tolle Musik. Am meisten? Und woran freust du dich am meisten? Worauf ich mich am meisten freue. Also ich glaube, es ist jetzt schwierig. Du hast schon viele Sachen gesagt, die schon wirklich speziell sind. Also die Kämpfe werden, die Tänze werden sein. Es wird ein bombastisches Bühnenbild, da gehe ich mal davon aus, habe ich schon viel gesehen jetzt. Wir haben einen Turm, einen Wikinger-Turm, den wir auf die Bühne drehen. Da geht es um zwei Raben haben wir auch noch. Die haben wir zum Beispiel auch noch mal mit den Schauspielern wirklich noch mal entwickelt, was das ist. Die waren vorher nicht so vorgesehen, sind jetzt größer als sie waren. Also es ist ein sehr buntes mit Göttern, mit Tieren, mit Trollen, mit echten Helden, Heldentaten. Blut nicht, aber zumindest große Heldentaten mit dem Schwert kann man sich schon freuen. Okay, da habe ich doch noch eine kritische Frage dazu. Ist es vielleicht ein Problem, weil ihr in den letzten Jahren hattet ihr viele Märchen? Bremer Stadtmusik hatten wir ein Märchen, Schneewittchen. Bei der Mauer war eine eigene Geschichte, war aber auch mit Märchenfiguren, wo auch die Kinder schon die Figuren vielleicht kannten. Ist es dieses Jahr vielleicht auch ein Wagnis oder kann es vielleicht auch ein Problem sein, dass man erstmal die Figuren nicht kennt, wenn man unten sitzt? Oder werden sie doch so gut eingeführt? Also... Das ist immer, wenn man eine Geschichte selbst schreibt, dann ist es immer die Gefahr, dass der Wiedererkennungswert oder der Verfremdungswert von etwas, was man kennt, dass der nicht da ist. Ja, weil den Film werden die Kinder sowieso nicht kennen und die Erwachsenen schätze ich mal auch weniger. Man erkennt ihn auch nicht mehr. Man kennt nur vielleicht das Motiv und dann allerhöchstens eben dieses mit den Tieren, die sie verwandeln. Es gibt eine Filmvorlage, eine ähnliche. Das hatten wir schon. Ja, ja, hab ich dir schon gesagt? Ja. Hörst du überhaupt zu? Doch, ich bin immer dabei bei den Interviews. Ja, auf alle Fälle ist es immer ein Wagnis. Es ist ein Stück für Erwachsene und für größere Kinder. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die das anschauen, einfach andere Dinge sehen und das ganz begeistert von anderen Dingen sind, als Erwachsene sind. Und ich glaube, da haben wir wieder ein gutes Stück geschrieben. Und so schwierig ist die Handlung jetzt in dem Fall nicht zu verstehen. Und was werden so die Helden der Kinder dieses Jahr vielleicht sein? Was glaubst du, was werden so die Favoriten der Kinder sein? Das ist schwer zu sagen. Wir fragen dann am Ende dann nochmal, ob es so war. Die Favoriten der Kinder. Was glaubst du? Ich glaube schon, dass es die meine Tochter ist, die Trollin, die den Zauber ja wirkt.
Ich glaube, das wird eine der Rollen sein, die die Kinder lieben werden. Und dann natürlich unsere Wikinger-Prinzessinnen sozusagen, also die beiden, die Lioba und die Solveig, das sind schon diejenigen, die dem Publikum am Herzen liegen werden, auch den Kindern. Gut, ich hoffe persönlich auch, dass auch die Rebellen gut wegkommen werden und die ganzen Wikinger-Kämpfer natürlich. Das heißt ja mal nicht, aber ja, das sind ja Rebellen. Sie können vielleicht bei Jungs beliebter sein, aber natürlich auch bei Mädchen können die natürlich genauso beliebt sein, die Kämpfer dann am Ende. Danke. Matthias, das war unser Jahresrückblick. Das war der dritte Teil von unserem Jahresrückblick. Und ja, halt, eins muss ich noch zeigen. Entschuldigung, Gary an der Kamera heute. Zeig mal hier hinten, da gibt es auch noch was Neues, was es dieses Jahr gab. Schau mal, dieses neue, das kannst du mal zeigen. Es gibt ein neues Mischpult seit diesem Jahr. Nicht Mischpult, was rede ich da? Ein neues Lichtpult. Das ist ganz neu, das ist also auch dieses Jahr praktisch noch neu gekommen. Ein Satz von dir, was das Neue, das ist schon ein Baby jetzt von dir, da bist du schon auch stolz drauf. Ich? Ja. Ja, nicht? Ich bin nicht stolz drauf, weil stolz muss man auf was sein, was man selber gemacht hat. Ich freue mich tierisch drauf. Gut, vielleicht können wir da auch mal nochmal ausführlich eine Folge machen. Aber da du jetzt schon da ranzoomst, verabschieden wir uns und sagen, Matthias, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, vielleicht guten Rutsch, beziehungsweise, ja, oder halt gutes Neues. Ja, wir wünschen euch genau einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann am 31. Januar oder halt die Wochen drauf bei den 12 Aufführungen Bär und Nachtigall. Haben wir schon mal erwähnt, dass das Musical dieses Jahr Bär und Nachtigall heißt? Glaube ich nicht. Gut, danke und tschüss, das war Frag den Spengler.